wie im Mercedes Simplex von 1902. Damals Spitzentechnik. Der Anlassvorgang, ein Kampf, der Aufmerksamkeit sicherte. Das Auto der Jahrhundertwende war nie als zweckmäßiges Verkehrsmittel für die Normalverbraucher gedacht. Das Benzinauto war ein Abenteuerspielzeug für die Reichen. Das Auto ist so eine Art, salopp formuliert, Eventmobil für Wohlhabende, für die Adligen, für die Eliten der Zeit. Es wird sehr intensiv bedient im Rennsport. Und gerade im Rennsport, da ist es nicht nur so, dass man Autos braucht, die schnell sind, sondern da gehört es auch zum guten Ton, dass man Autos nutzt, die kompliziert sind. Dass man also eine Abenteuermaschine hat, die man bedient, die man beherrscht. Mehr Zylinder, mehr PS, mehr Luxus. Der VW 1500 beschleunigt von 0 auf 80 in 13 Sekunden. Er fährt 125. Wenn Sie wollen, den ganzen Tag. Sportliche Kraft. Für schnelle Starts. Hohe Reisegeschwindigkeiten. Rasante Zwischensports. Ein sicheres Automobil ist schnell. BMW baut dieses Automobil. Das BMW-Triebwerk verkürzt Überholvorgänge auf Sekunden. Die brillant durchdachte Triebwerkskonstruktion garantiert Leistungsreserven in jedem Geschwindigkeitsbereich. Damit ist ein BMW so schnell, dass man Gefahren hinter sich lassen kann. Der Verbrennungsmotor siegte. Sprit war billig, scheinbar beliebig verfügbar und die Reichweite nahezu grenzenlos. Stuttgart vor wenigen Wochen. Das Auto wird 125 Jahre alt. Die Industrie feiert sich selbst. Heute hat jeder Hersteller ein Geländeauto im Programm, SUV genannt. Dieser hier kann seine Bodenfreiheit gar selbstständig um 15 cm erhöhen. Wenn Sie einen Geländewagen brauchen, brauchen Sie Bodenfreiheit. Ja? Und hier kann man mit einem Lift, mit Luftfederung, kann man hier die Bodenfreiheit erhöhen. Und wo kann man in Deutschland im Gelände fahren? Sie können in der Stadt sogar über den Bordstein rüberfahren müssen. Ja? Das ist gar kein Problem. Fahren Sie denn jemals im Gelände? Ja. Wo denn? Also, und dies ist eigentlich auch gar kein Gelände? Nein, nicht fürs Gelände vorgesehen, sage ich mal. Ne? Aber so groß ist er schon wie ein Geländewagen? Er ist so groß wie ein Geländewagen. Er sieht auch aus wie ein Geländewagen. Er soll auch aussehen wie ein Geländewagen. Das mögen die Menschen. Warum? Prestige, Image, höher sitzen. Fahren Sie denn auch im Gelände? Nö. Brauche ich auch nicht. Trotzdem finde ich es schön. Ja, weil er schön ist, ganz schlicht. Aber dann ist es doch eigentlich unsinnig, dass Sie ihn kaufen. Nö, warum? Weil schön ist, kaufe ich. Aber Sie brauchen ihn ja gar nicht. Darum geht's ja nicht. Wir wollen ja nicht nur über den Sinn oder Unsinn sprechen, sondern auch über Emotionen und okay. Über Lust. Ja? Der Lustgedanke. Meistens sind es Frauen, die solche Autos fahren. Warum? Weil sie sich sicherer fühlen in so einem Auto. Was fahren die dann für Strecken damit? Die fahren trotzdem in der Stadt. Eigentlich unnötig. Aber das heißt jetzt, wir haben jetzt hier ein Auto, das ist geländegängig, kann noch 15 cm bodenfreier zusätzlich sich verschaffen und 200 Zellen fahren. Genau. Und wo braucht man sowas? Entschuldigung, aber das bringt nichts. Warum? Nee, das bringt nichts. Wie bringt nichts? Das ist nichts Positives für mich. Wieso? Nee. Ihre Fragestellung ist ja gut. Ist sie falsch, die Frage? Ist falsch, ja. Was ist falsch an der Frage? Es polarisiert mir zu sehr. Ah. Ja. Bei Verbrennungsmotoren verpufft die meiste Energie. Zwei Drittel des Sprits verwandeln sich in nutzlose Abwärme. Spritautos sind also eigentlich große, fahrbare Heizungen. Der Elektromotor aber ist hocheffizient, nutzt den Strom fast vollständig fürs Fahren. Deshalb braucht das Elektroauto auf 100 Kilometer weniger Energie, rund 20 Kilowattstunden Strom.
Selbst ein moderner Diesel-Kompaktwagen schluckt dagegen auf 100 Kilometer 5 Liter. Das entspricht 49 Kilowattstunden Strom. Das Elektroauto kommt also mit weniger als der Hälfte der Energie aus. 4,40 Euro auf 100 Kilometer für Strom statt 7,25 Euro für Sprit. Und so beschloss die Politik schon vor Jahren, Elektroautos sind die Zukunft. Die Große Koalition verkündet 2009, die ruhmreiche deutsche Autoindustrie soll auch bei Elektromobilität Weltmarktführer werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen vor einer Zeitenwende, vor einer Revolution, was die Mobilität in den Städten und Regionen anbetrifft. Es ist unser Ziel, Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität zu machen. Am gleichen Tag verkündet der damalige Bundesumweltminister, bald ist es soweit. Das habe ihm die Autoindustrie versprochen. 2011 werden auch die deutschen Hersteller mit solchen Fahrzeugen auf den Markt kommen. Das ist jedenfalls ihre Absicht. Das war vor 2 Jahren. Heute wollen wir die Ergebnisse sehen. Was haben die deutschen Autokonzerne für das Elektrozeitalter zu bieten? Berlin, die weltweit größte Leistungsshow Challenge Bibendum für den Antrieb der Zukunft. Dieter Eckert erkundigt sich nach Elektroautos, die man jetzt schon kaufen kann. Er findet den französischen MIA, der kommt noch dieses Jahr auf den Markt. Herr Eckert, was halten Sie von dem Wagen? Das ist ein tolles Konzept. Dieter Eckert fährt seit 15 Jahren elektrisch und verfolgt seitdem die Entwicklung beim Elektroauto. Hier habe ich Platz ohne Ende und trotzdem habe ich genug Mitfahrer. Also das heißt, für den typischen Fahrt in die Stadt zum Einkaufen ein ideales Auto. Es ist eine Art Kleinbus. Und dadurch, dass man das Konzept hat mit den verschiedenen Batterien, kann man auch mehr damit machen. Also für den, der sagt, die Oma wohnt ein bisschen weiter weg, dann nimmt er halt das größere Batteriepaket und kann damit noch mehr machen. Also es ist ein sehr flexibles Konzept, finde ich klasse. Renault löst das Problem der Reichweite mit einer Wechselbatterie. Erste Wechselstationen werden in kleinen Ländern wie Israel und Dänemark aufgebaut. Der Fluence kostet 26.000 Euro plus Leasinggebühr für die Batterie. Renault geht mit gleich 3 Modellen an den Start. Der Klimawandel betrifft das Überleben des Planeten. Und die Ölressourcen sind endlich. Wenn wir mit dem Auto weitermachen wollen, brauchen wir eine Revolution. Für uns ist diese Revolution das Elektroauto. Dieter Eckert will wissen, was deutsche Hersteller zu bieten haben. VW und BMW sind erst gar nicht vertreten. Mercedes präsentiert in Berlin 2 voll elektrische Fahrzeuge, die A-Klasse und den Elektrosmart. Wann kann ich hier den Smart kaufen? Liegt das schon so fest oder kann man sagen, grob einen Monat? Nächstes Jahr? Das Nachfolgemodell des Smarts kann in Mitte 2012 erworben werden. Also da geht man in die Serienproduktion. Und die A-Klasse? Die A-Klasse, momentan noch offen, momentan nur im Leasingangebot für die ersten 4 Jahre. Für Daimler taugt das Elektroauto vor allem für die Stadt. Als richtiger Ersatz für den Verbrennungsmotor entwickelt Daimler eine andere Antriebstechnik. Hier der Prototyp des Brennstoffzellenautos. Der kehrt gerade von einer Weltumrundung zurück. Alle 300 bis 400 Kilometer muss nachgetankt werden mit Wasserstoff. Wasserstofftankstellen gibt es so gut wie gar nicht auf der Welt. Deshalb hat das Brennstoffzellenauto seine fahrbare Tankstelle immer mit dabei. Ein Brennstoffzellenauto ist nicht einmal halb so effizient wie ein Batterieauto, aber viel komplizierter. Nach 4 Monaten Weltumrundung. Einfahrt der Brennstoffzellenautos am Konzernsitz in Stuttgart. Medienwirksam inszeniert. Daimlers Botschaft: Wir haben die Technik der Zukunft. 2014 wird es diese Technologie dann in größeren Stückzahlen geben. Und das ist der große Vorteil. Das kann man dann bei Mercedes ganz normal im Showroom anschauen und kaufen. Das hat Daimler schon früher einmal versprochen. 1997. Damals präsentierte der Konzern eine A-Klasse mit Brennstoffzelle.
Wenn alles so verläuft, wie wir uns das vorstellen, könnte ein Auto serienreif im Markt sein in der Größenordnung von 2005. Vor 10 Jahren hat Daimler schon mal angekündigt, bald kommt das Brennstoffzellenauto. Es kam nicht. Warum soll man ihm jetzt glauben? Gut, weil wir um die Welt jetzt gefahren sind, das ist öffentlich sichtbar gewesen. Wir sind diesen Versuch ohne doppelten Boden gefahren, immer von Journalisten begleitet, da ist nichts mehr getürkt, das funktioniert. Jetzt soll es in 3 Jahren losgehen. Daimler will sogar ein paar Wasserstofftankstellen in Deutschland bauen. Insgesamt 20 Stück. Auf der Challenge Bibendum finden wir den Nissan Leaf. Der braucht keine Wasserstofftankstelle, sondern nur eine Steckdose. Seit 1 Jahr in Serienproduktion. In Deutschland demnächst für 37.000 Euro zu kaufen. Ein vollwertiges Auto. Alles dran, Klimaanlage. Selbst mit Klimaanlage wird mir hier noch eine Reichweite von 160 Kilometern angezeigt. Es fährt sich absolut ruhig, lässt sich wunderbar fahren. Also wenn das die Anfänge des Elektroautos sind, unglaublich. Von den deutschen Autobauern ist auch noch Audi vertreten. Mit einem Elektroprototypen, dem A1 e-tron. Wasserstoff für zukünftige. Den kann man zwar nicht kaufen, wohl aber beim Fahren zusehen. In einem Imagefilm von Audi präsentiert auf einer Pressekonferenz. Dort spricht der Audi-Entwicklungschef von Vorsprung durch Technik. Wir wollen wissen, warum Audi noch keine Elektroautos verkauft. Der Pressesprecher fragt nach, ob sein Entwicklungschef Hollerweger mit uns reden möchte. Er möchte das nicht. Warum denn nicht? Er kennt sich doch aus mit Audi. Warum also verkauft Audi kein Elektroauto? Können Sie uns dann die Frage beantworten, Herr Otto? Wer von Audi kann uns denn dann diese Frage beantworten? Das einzige Elektroauto von VW auf der Leistungsshow stammt von einer Gruppe holländischer Studenten. Das ist ein VW Lupo 3L. Den haben wir gebraucht gekauft und umgebaut. Jetzt ist es ein Elektroauto. Wie Sie sehen, ist er innen ganz genauso wie der Original Lupo. Hier haben wir den vorderen Akku. Das sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die stammen von einem chinesischen Hersteller. Die kann man einfach so kaufen, zu einem ziemlich günstigen Preis. And the price is relatively low. Welche Reichweite hat er? 200 Kilometer bei normaler Fahrweise. Haben Sie das Auto VW gezeigt? Noch nicht. Wir haben es mehrmals versucht, aber VW hat nie geantwortet. Warum? Ich habe keine Ahnung. Die großen deutschen Autobauer verkaufen bis heute kein einziges Elektroauto. Dabei soll Deutschland Weltmarktführer werden. Zwischenbilanz im Bundeskanzleramt Mai 2011. Für dieses Jahr hatte die Industrie Elektroautos in Serie versprochen. Eine Frage an die Kanzlerin. Bislang haben deutsche Hersteller kein Elektrofahrzeug auf dem Markt, ausländische Hersteller schon. Was haben Sie versäumt? Ich glaube, dass sich bei uns die Dinge sehr massiv jetzt entwickeln. Und genau dem dient ja auch diese Plattform Elektromobilität. In der nationalen Plattform und wir werden ja in den nächsten Jahren sehr schnell solche Fahrzeuge haben. In den nächsten Jahren. Die Politik verlässt sich wieder auf Versprechen der Autoindustrie. Hat die Automobilindustrie den Anschluss verpasst? Nein, natürlich nicht. Weil die deutsche Automobilindustrie ist, wie Sie wissen, die beste der Welt, die auch weltweit überall ein hohes Ansehen hat. Und die kann sich nur erlauben, Elektroautos auf den Markt zu bringen, wo die Reichweite stimmt. Damit das auch klappt, verlangt die Autoindustrie Geld vom Staat. Dabei hat sie selbst genug. BMW etwa erzielt 2010 einen Jahresüberschuss von 3,2 Milliarden Euro. Noch besser geht es Daimler. 4,6 Milliarden Euro Konzernergebnis. Und Volkswagen? 6,8 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern. Ein neuer Rekord. Die Konzerne schwimmen in Geld. Dennoch gibt die Bundesregierung nach und spendiert für Batterieforschung 1 Milliarde Euro. Steuergeld. Wenn wir auf den Markt kommen, in diesem langen Marathonlauf,
zu dem erfolgreichsten und besten E-Autos